Es wird auch noch sehr angenehm, wenn man im Wasser stecken bleibt. Hier ja, findet sich das nächste Beam-Upgrade. So. Boah. Diesem Modell befindet sich nämlich der Spacer. Hallo. So. Eine Waffe, die es in anderen Metal-Teilen eigentlich nicht gibt. Was ist das hier für ein Ort? Naja, da oben ist eine Chozo-Statue, beziehungsweise führt es zu einer Chozo-Statue. Und du musst nur den Weg nach dort oben finden. Ich gebe dir einen Tipp, er befindet sich erstmal in diesem Raum. Geh erstmal hier lang, weil hier ist cool. Hier wird's komisch feucht. Naja, der Spacer ist ja kein, kein Item, was wirklich benötigt ist, aber es empfiehlt sich schon, diese Items nicht zu holen, weil es erstens die Stärke deiner Waffe erhöht. Okay. Also gehe ich erstmal weiter. Sehr gut. Ja. Was ist das denn? Wie komme ich da hoch? Ein High Jump. Mhm. Da komme ich. Kannst du ja? Naja, die Frage ist nur, ob es sich empfiehlt, hier weiterzugehen. Wo komme ich denn da hin? Weil da hinten ist ein Boss. Du kommst da zu Crate. Okay, ich gehe erstmal hier durch. Nee, hier sieht böse aus. Die Sache ist halt, dieser Bereich ist ja eigentlich dazu gedacht, es zu erschließen, wenn du den Highjump hast. Ne? Das heißt, es besteht die Möglichkeit... Was würde ich keine Supermissiles hätte? Dann hättest du ein Problem, müsstest du eventuell das Spiel neu laden. Juhu, ich habe ewig nicht mehr gespeichert. Zum Glück hatte ich das Problem ist nicht. Ja, dann holen wir uns halt diesen komischen Spatzer-Dings. Spatzer. Lalalalala. Das sind Gegner, den töte ich und ich falle ins Wasser. Töte ihn nicht. Könnte auch passieren. So. Ich gebe dir noch einen Tipp. Der Eingang befindet sich nicht, oder? Dann ist er da drüben. Ah. Nein, lass mich los. Nein, lass mich los. Vielleicht ist er hier unten. Wer weiß. Ja. Ey, ich steck fest. Ich steck immer noch fest. Immer noch. Puh. So. Samus. Mein Hund jammert. Ich würde auch jammern, wenn ich dich so spielen sehen würde. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Na, wie wohl? So nicht. Hund, wo bist du denn? Was willst du denn drüben? Ist ja voll umständlich sowas, Mann. Oh ja, Hund, jetzt ist aber gut. Ich habe es lang damit. Was ist das? Da kommst du nachher wieder runter. Wofür brauche ich da einen zweiten Weg nach unten? ETF, Mann. Das Spiel doesn't make any sense. Spatzer! Soll ich den jetzt ausrüsten oder wird er automatisch ausgerüstet? Der wird automatisch ausgerüstet. Wow. Krasses Teil. Damit hat man schon mal eine deutlich größere Breite, die man mit dem Beam abdeckt. Was denn das? Hä? Wo ist das? Wirklich? Gott. Okay, und man merkt auch direkt, wie viel Stärke die Waffe ist. Ja, sie one-hit die Gegner. Muss ich jetzt hier nach rechts, oder wie? Ja, du hast ja vorne einen Aufzug gesehen, also... Ich mag keine Aufzüge. Wir wissen, dass du keine Aufzüge magst, aber hier gibt's leider keine Treppen. Wie, es gibt keine Treppen? Ja, im Metal-Universum wurden keine Treppen erfunden. Okay. Metal-Universum haben schon die Höhlenmenschen-Aufzüge benutzt. Abgehauen. Okay. Wenn das so ist, nee, das ist mein Hund wieder. Ja, gib's her. Dann halt nicht. Dann bleib halt weg. So, jetzt trinke ich erstmal kurz einen Schluck. Und wir sind in Norfair. Echt? Oh ja. Gegner. So, der Gegner. Lass mal nach rechts. Und es gibt das erste Feature noch für super heiße Räume. Yay, da gehen wir wieder raus. Und dann gehen wir hier rein. Und noch ein super heißer Raum. Ich sehe es doch kommen. Nö. Lalalalalala.
Ist irgendwo was? Na, da. Na, 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 na. Och, Hund. Komm jetzt. Noch ein bisschen ruhig sein. Jetzt muss der Schuh wieder Hunger kriegen, deswegen. Ich hab gerade gegessen. Ja. So, erstmal hier rein. Immer schön alles erkunden. Speicherstation brauchen wir nicht. Können wir nachher vielleicht mal benutzen, wenn wir dann aufhören mit der Aufnahme. Wo geht's denn hier lang? Na, na. Oh nee, ne? Dankeschön. Och, Mann. Oh, ich werde hier noch verrückt mit dem Hund. So. So. Was ist denn Hund? Vergiss nicht, dass du die Supermissile ausgerüstet hast. Ich glaube, ich habe gerade geschossen damit, wenn es nicht abgebrochen wird, der Befehl. Ja, das wird ab. Das sieht doch sehr verdächtig aus, vor allem weil ich hier nicht mehr rauskomme. Da oben war eine Missile, die will ich. Komme ich sicher ran. Haha, winning. Metroid loses, I win. Ist das so gedacht oder ist das wieder. Eigentlich was? Erst nachdem du im nächsten Raum warst. So, da kriege ich jetzt den Hijack. Oder wie? Ich sollte vielleicht einfach mal die Räume systematisch abgehen und nicht immer irgendwie. Richtig, du solltest ja irgendwann einmal die Räume erkunden, weil das ist das, was Metroid ausmacht. Metroid ist doch nicht zum Erkunden da. Yay, ich habe Boots of Speed. Jetzt bin ich 60 ms schneller. Das merkt man mir jetzt zwar nicht an, aber es ist so. So, der High Jump. Ganz wie der Name sagt, man kann damit hoch springen. Hossa! Hossa, hossa. Kann ich mich da durchschießen? Haha, gedodged. Hä? Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich werde hier verarscht, mein Freund. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Okay, dann muss ich jetzt. Zack. Das muss ich jetzt. Nee, ich habe nicht volle Missiles. Was soll das? Es gibt hier überall schon so komische Türen, die ich nicht aufmachen kann. Das ist nicht blöd. Nicht blöd, ne? So. Okay, ich muss hier raus wieder, denke ich mal. Weiter kommst du erstmal nicht an dieser Stelle. Jetzt zu diesem Boss, oder wie? Jetzt hast du auf jeden Fall dein Highjump und kannst damit weiter. Das kann ich sogar legal dort rein. Yay! Yay! Ich hab gleich keine Supermissiles mehr. Das gefällt mir nicht. Ah, da kommt das ganz einfach hoch. Das ist ja voll langweilig. Brauch aber gar kein Skill für, ne? Echt mal. Das wird voll das User-Game. Und gar nichts gut. Ah. Okay. Warum kann ich nicht in den Raum rein? Ja, wird erst später aufgemacht. Ah. Geh weg, geh weg, geh weg. Warum hat er seine Flügel verloren? Good job. Ich habe nicht nach unten geschossen. Ich hasse den Spacer jetzt schon. Kann mich nicht mal auf Türen verschanzen, deswegen. Alles tot. Komm, das sieht verdächtig aus hier. Gut, erstmal hier umgucken. No, 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 no. Safe. Okay, jetzt speichere ich mal. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich gleich gegen den Boss kämpfen muss irgendwann. Sagen wir machen der Aufnahme bis zum Boss. Und danach machen wir Pause. Wo geht's denn hier lang? Entweder hier geht's nach unten irgendwo, oder es gibt da drüben in dem einen Raum ein Secret nach rechts. Ich glaube, hier geht's nach unten. Weißt du, was mir gerade auffällt?
bei deiner, deinem Camtasia Recorder ist der Audiopegel ziemlich niedrig. Wieso ist denn das? Ich habe ihn doch vor der Aufnahme extra hochgestellt. Ich weiß es nicht. Das ist mir gerade aufgefallen. Hier ist der Secret-Raum. Ich hoffe, es hat keine negativen Auswirkungen auf das Recording. Das sehen wir dann nachher. Notfall kann man es immer lauter stellen. Mächtige Gegner sind mächtig. Aua. Was ist das? Schießt da etwas mit kleinen komischen Stachis nach mir. Es ist Minicrate! Das ist eine Mini-Version vom Boss oder was? Ja. Heißt, wie heißt der wirklich? Minicrate. Ich will jetzt nicht mit Lowlife in die Boss-Area rein. Ja, hier kann ich mich aufladen. Perfekt. Oben gibt es auch eine Aufladestation. Langweilig. Eine richtige? Ja, nö. Also, halt eine Energie- und Missile-Station halt. Aber ich glaube nicht, dass die Missile-Station Super-Missiles auflädt. Ich will auf jeden Fall nicht an die normale. Doch, guck mal einfach mal. Benutze ich die? Eigentlich ja ranlaufen, haben da schon volle Missiles. Ja, Missile-Station lädt hier normale Missiles auf. Es sind leider keine Super-Missile-Station oder Powerbomb-Station. Okay. Musst du leider an normalen Gegnern aufladen. Yay. Und jetzt wieder rein. Was sind das? Ein toter Marine! Warum ist er auf Cebes? Das ist eine viel bessere Frage. Oh, ich bin drauf. Geh auf! Nein. Mann. Geh nochmal aufladen. Ich hab's mit diesen Supermissiles verschießen. Ah. Gib mir Supermissiles. Sofort. Dummes Viech. Noch ein normales Missile, dankeschön. Egal. Das wird so failen, sag ich dir. Das wird so failen. Also der Crate sterben ist schon eine Kunst, ne? Was ist denn das hier jetzt? Ah, okay. Stuff happening. Crate! Also, wer irgendwann mal Super Smash Bros. Melee gespielt hat, wird dieses Koloss kennen in einem der Stages dort. Was man im Grunde macht, ist, man muss auf sein Auge schießen, dann öffnet er sein Maul und man schießt ihn ins Maul. Das ist fast wie, also im Metroid muss man eigentlich so ziemlich jeden Boss ins Maul schießen, bei Zelda ist es anders, man muss eigentlich jeden Boss ins Auge schießen. Das ist quasi das Äquivalent dazu. Und mit Super Missiles ist Crate eigentlich relativ easy, ich glaube nach 2 oder 3 Super Missiles krepiert er bereits. Vorausgesetzt, man trifft sie. So wie ich nicht. Ja, ungefähr ja. So. Also ich habe es demonstriert, wie man nicht gegen Crate kämpft, wie man sieht. How to not fight Crate! Mach ich dein Auge, Alter. Ihm seine Hand ist im Weg, Mann, das ist voll lame. Ja, okay. Serious business now. Also ich muss sagen, in Zero Mission war der einfacher. Auch daran liegt, dass man dort irgendwie 20 Missiles gleichzeitig verschießen kann und ihn einmal den Mund öffnet und dann ist er tot. Das weiß ich, öffnet seinen Mund einfach so. Hat er jetzt getroffen oder nicht? Das sieht nicht so aus. Ja, hat aber getroffen. Ah. Yay. Yeah. Der ist schon ganz schön rot. Guck mal, sogar seine Klauen verändern sich, die er rumwirft. Ja, man kann seine Projektile abschießen, um Zeug zu grabben. Ja, oder um seine eigenen Schüsse zu blocken. Ist auch eine Option. Oder das? I am the master of Metroid Gamings. Wie man hier sieht. Gegen so jemanden. Naja, ich spoiler nicht. Autsch! Wenn ich jetzt daran gestorben wäre, hätte ich gelacht. Yay! Also wie man hier sieht, ich bin wirklich mega gut in dem Game. Ist ja noch lustig.
späteren Spielverlauf, glaube ich. Was krieg ich denn hier? Daria, sweet. Lol. I'm as good English as you are. Der Varia Suit. Wer Metal Prime gespielt hat, dürfte diesen Suit kennen. Er beschützt einen vor Extremtemperaturen wie zum Beispiel Hitze. Ich würde mich gerne von vorne sehen. Wenn ich mich hier von vorne sehe. Samus. Nö, nicht wirklich. Jetzt hat sie ihre komischen Schulterpolster endlich. Ja. Die so aus Metroid Prime sehr typisch sind. Also, so richtig also, dicke Dinger. Metroid Prime hat irgendwie, ich weiß nicht, was Retro da gemacht hat, aber sie haben Samus einfach diese gigantischen Schulterdinger gegeben. Größer als ein Helm. Groß, ja. Komm. So, dann gehen wir jetzt noch kurz aufladen und speichern. Dann war's das erstmal, würde ich sagen. Lalalala. Yay, fully loaded. So, was habe ich denn jetzt nochmal bekommen? Various Shooters. Ach so, jetzt kann ich wieder nach Norfair zurück, also. Korrekt. Um dort dann. Wirklich, Mini-Crate. Oh, stirb, dein Papa ist tot. Du lebst nicht mehr jetzt. Alle sind tot. N-Taste drücken. Juhu. Warte mal. Ach, ich kann nicht mit der Bombe springen. Ja. So. Lass mal noch einen Test. So. Ab dafür. So. Und speichern. So, das sind jetzt gut zwei Folgen, würde ich schätzen. Deswegen machen wir hier jetzt mal Schluss für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da hätte man sie, warte, nochmal. Ich will nochmal kurz da reinstehen, dann sieht man nochmal diesen Anzug von vorne. Das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. So. Ja, jetzt nochmal aufhören zu blinken. So. Da. So, und mit diesem schönen Bild schließen wir jetzt für heute die Aufnahme. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.